Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chef Live Restaurant Simulator. Wir haben eine neue Anfrage. Das können wir abholen. Sehr gut, da sind wir dran. Da sind wir auch dran. So, im Gange. Schalte das Rezept Ofen, Dorado und Gemüse frei. Ich muss aber erstmal gucken, dass sie hier weiterkommt. Rindersteak braucht sie fünfmal. Bœuf Bourguignon muss sie machen. Okay. Bœuf Bourguignon und wir brauchen Kartoffelgratin. Bœuf Bourguignon, kann ich das schon? Was ist das? Blanquette de Veau. Gedünstetes Kalb mit Oliven. Das muss ich erlernen. So. Okay, das müssen wir lernen. Baskisches Hühnchen mit rohem Schinken. Croque Monsieur. Irgendwas. Das ist auch traditionell, okay. Und sie brauchte Rindersteak, ne? Wobei, das war dieses Bœuf Bourguignon, oder? Was haben wir da noch? Gefüllte Tomaten. Lasagne. Stufe 14. Habe ich Stufe 15? Dann kann ich eine... Ja, ich habe Stufe 15. Dann kann ich die Küche endlich vergrößern. Sehr gut. Das sollten wir auch mal pumpen. Jakobsmuschel. Da haben wir noch Lammkro. Ach, da brauche ich Stufe 16. Traditionelle mit Schinken, Cheddar. Machen wir auch mal. Ofendorade. Das muss ich lernen. Okay. Gut. Baskisches Hühnchen können wir auch mal noch lernen. Wir haben ja noch Punkte. So. Jetzt brauchen wir Kartoffelgratin. Rindfleisch und Kartoffeln. Das können wir noch aufwerten. Okay, das haben wir mal aufgewertet. Aber das will ich jetzt gerade nicht kochen. Wir brauchen dieses Bœuf, tralala. Miesmuschel, Pasta Bolognese, Kartoffelgratin. Das muss ich lernen. Und wo ist das Bœuf? Das müssen wir auch lernen. So, die zwei Dinge. Wir fangen mit dem Kartoffelgratin. Fangen wir mal an. Knoblauch, Kartoffeln klein hacken und in Scheibchen. Knoblauch, Kartoffeln. So, wir nehmen alles mit. Knoblauch, Kartoffeln. Knoblauch und Kartoffeln. Kartoffeln in Scheibchen. Knoblauch würfeln. So, das haben wir. Dann brauchen wir Herd und den Stieltopf. Creme fraiche, Milch, Kartoffelscheiben und den Knoblauch. Erst Creme fraiche und Milch, dann die Kartoffelscheiben, dann den Knoblauch. Gewürz brauchen wir dazu. Rühre das Essen um. Bleibt aber abgedeckt. Okay. Gewürz. Kleinen Stieltopf. Creme fraiche und Milch. Können wir direkt mal würzen. Nicht genug Muskatnuss. Perfekt. So, gleich kommen die Kartoffelscheiben dazu. Und zum Schluss der Knoblauch. So, passt.
rühren mal. Und nachher noch den Knoblauch dazu. Sehr gut. Dann kommt das Ganze in die Auflaufform und in den Ofen. So, T2 Ofen. T2 Ofen, okay. So, wir brauchen eine Auflaufform. Das geht, glaube ich, hier auf dem Ding, ne? So. Das ist ja einfach gemacht. Klassisches Böff, Borin, Boruf, Böff. Warten wir noch? Ich glaube, wir warten noch. Eins nach dem anderen, ne? Muss hier ja nicht durcheinander kochen. Wir rühren nochmal um. Achso, den Knoblauch muss ich dazu tun. Hihihihi, Moment. Den muss man natürlich dazu tun. Das hätte ich jetzt vergessen. Cool, dann packen wir das gleich in den Ofen. Dann brauchen wir den nämlich auch endlich. War mir echt nicht bewusst, dass ich die Maschinen brauche. Wenn eigentlich die Köche das alles zubereiten, aber ja, ohne geht nicht. Wie ich gelernt habe. Cool, ne, freue ich mich. Können wir noch ein bisschen kochen. Und vielleicht kriegen wir sie dann auch gut genug gelevelt. Muss gleich nochmal gucken, was sie noch alles können muss. So. Rind damit. So, ab in den Ofen. T2 brauchen wir. Nimm eine vorbereitete Mahlzeit, stell sie in den Ofen. Temperatur 2 brauchen wir, okay. Stand doch T2, ne? Ja, T2. Bonus perfekt gegart. Und dann müssen wir es noch zubereiten. Cool. Da bin ich mal gespannt, wie das da vor allen Dingen, was wir als Auswahl zubereiten können. Das dauert noch ein bisschen. Dann kann ich hier gerade mal gucken, was die, was wir für unsere Adela heißt sie, glaube ich, ne, tun müssen. Rindersteak, Rinderragout. Da fehlt das Böff noch. 5-mal mageres Rindfleisch. Wofür braucht man denn mageres Rindfleisch? Knoblauch, Zwiebeln. Dafür braucht man mageres Rindfleisch, oder? Rinderragout. Dann kann sie das nämlich ein paar Mal machen morgen. Und das Kartoffelgratin können wir soweit vorbereiten. Das ist gut. Das kann ich dann auch in den Ofen packen. Weil das mache ich dann natürlich schon gerne noch selber morgen. So. Das gibt einige. Das ist schon mal gut. Zack. Richte mal an und dann gucken wir aber, glaube ich, was wir, wie wir es variieren können. Ich nehme wieder meinen Lieblingsteller. Ja, das sieht doof aus. Das sieht absolut bar aus. Neu anrichten. Also das geht ja mal gar nicht. Mein Lieblingsteller. Und die nehmen wir noch mit dazu. Drehen wir. So.
So. Was haben wir denn da für Alternativen? So sieht doch schon besser aus, auch wenn es ein ordentlicher Klotz ist. So, bisschen Soße dazu. So. Und dann brauchen wir noch Knoblauchwürfel. Maximum erreicht. Okay. Ach so, ne, wenn wir. Pöpp. Jetzt haben wir das Maximum erreicht. Die Farbe. Ja, die ist eigentlich schon gut. So. Okay. Dann können wir davon noch einen Fleck. Perfekt. Speichern, Foto machen. Sehr gut. Anrichtform verwenden. Sehr gut. Haben wir? Jetzt haben wir Böff. Böff. Tralala. So, wir brauchen Knoblauch, Zwiebel, Dings. Das wird alles. Knoblauch wird gewürfelt, Zwiebel in Streifen, Möhren in Dings und Schinken in Dings. Und so, wir nehmen alles mit. Und hier nehmen wir. Was brauchen wir? Schinken. So, Knoblauch wird gewürfelt. Karotte in Scheiben, ja, das ist richtig. Knoblauch in Würfel ist auch richtig. Und die in Streifen. So, und dann haben wir den noch. Da können wir nur Speckwürfel machen. So. So, den haben wir. Dann brauchen wir als nächstes ein Stück Rindfleisch und daraus machen wir Rinderragout. Das wird dann alles gekocht, okay. Kalbsfleisch, gekochter Schinken. So. Das wird gekocht. Moment. Das geht ja nicht, ne? Gleich nochmal gucken, wie wir das kochen. Das wäre ja nicht ganz uninteressant zu wissen. Also, wir nehmen das Fleisch und den Schinken. Dann kommt der Wein dazu und zum Schluss das Gemüse und dann kommt der Deckel drauf. Und wir brauchen Gewürze. Okay. Das braucht man nicht, oder? So, großer Topf. Brauchte ich da Wasser? Nee, kein Wasser. Macht eigentlich auch Sinn, ist ja keine Suppe.
So, das haben wir, das haben wir. Würzen können wir schon mal. Viel getrockneter Thymian, viel getrockneter Rosmarin. Das heißt, davon können wir zwei. Und einmal Salz. Nicht genug getrockneter Rosmarin. Perfekt. Okay, gleich machen wir noch den Wein dazu. Ups. Das hier verlassen. Gleich noch den Wein dazu. Und da müssen wir erstmal einen Deckel drauf machen. Nee. Dann dürfen wir es umrühren nicht vergessen. So, das Gemüse kommt zum Schluss rein. Steht da eigentlich auch irgendeine Hitzestufe? Vermeide zu große Hitze. Also bis jetzt nutze ich halt immer die zweite Stufe. Ich weiß nicht, ob man das mal noch besser machen kann. Das kocht eine Weile, ne? Ja, das ist kalt geworden, aber das macht, ne? Kann ich das so unter die Warmhalteplatte stellen? Ne. Aber da kann man es drauf tun. Cool. Das ist mal cool. Dann kann ich da nämlich mehr von vorbereiten. Weil da bleibt es drauf stehen. Gut rühren. Gut gerührt ist schon halb gekocht oder so ähnlich. Ne, dann haben wir da zwei neue Gerichte, die wir da auf die Karte packen können. Das ist auch schon mal gut. Muss noch mal gucken, ob das traditionelle Gerichte sind. So, jetzt kann gleich noch das ganze Zeugs hier rein. Und Deckel drauf. Das kocht schon eine ganze Weile, das muss man sagen. So, danach haben wir es dann fertig, ne? Genau, dann können wir das noch servieren. Ah, das wird der Dings zusagen, denke ich. Das wird unser Adele, heißt sie, ne? Zusagen. Muss halt gucken, dass die ihre Sachen macht, ne? Mal gucken, wie viel das davon gibt, weil das können wir dann auch hier gut vorkochen und da auf den Dings platzieren. Das ist nicht doof. Das ist nicht blöd. Es bringt zwar nichts, aber der Vollständigkeit halber. Bin mal gespannt, wie weit sie das kochen kann und was ich dann noch machen muss. Aber ich hoffe, dass sie die Stufe hinkriegt. Wenn nicht, müssen wir es halt selber kochen. So. Nein. So. Ah, es sind drei Stück, habe ich mir doch gedacht. So. Das würde ich sogar so servieren, wie es ist, glaube ich. Das kann man, glaube ich, so lassen. Das sieht okay aus. Da habe ich keine Einwände. So, dann würde ich sagen, ändern wir mal. Achso, ich wollte gerade nachgucken, ob das traditionell ist. Achso, das sehe ich hier auf der Karte auch. Ich muss überwiegend traditionell sein. Das ist traditionell. Scampi sind nicht traditionell. Das würde ich vielleicht mal durch das. Oh, Boeuf ist traditionell. Sehr gut. Und
Rindercarpaccio. Kartoffelgratin, das ist auch traditionell, sehr gut. Okay, passt. Dann beenden wir damit auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Gerne natürlich auch ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Euch kostet es nichts und ihr supportet mich damit sehr. Und ja, würde ich mich halt sehr drüber freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.